Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch mal wieder zu einer Herzensmenschlegung. Wir schauen wieder, was ist denn aktuell bei deinem Herzensmenschen auf der Gedankenebene, auf der Gefühlsebene in deine Richtung los und was kannst du innerhalb der nächsten paar Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Ihr bedenkt wieder, es sind allgemeine Energien, das heißt, sie können, sie müssen nicht mit euch in Resonanz gehen und ich fange jetzt hier auch gleich an zu mischen. Also. Was denkt euer Gegenüber aktuell in eure Richtung? Was denkt euer Gegenüber aktuell in eure Richtung? So, da haben wir es schon. Also, wir haben hier den Schlüssel. Ich glaube, die Schlange ist zuerst gefallen. Die Schlange, den Schlüssel, die Öffentlichkeit und hier die Wolken. So, ja, da kommt mir sofort das Thema Verwicklung, Umwege, wenn es um das Thema Treffen geht, aber auch Umsetzung von bestimmten Ideen oder Vorstellungen, die dein Gegenüber hier in deine Richtung hat. Als erstes kommt mir ja ganz klar rein, okay, dein Gegenüber macht sich Gedanken, wie kann man sich hier mit dir treffen? Vielleicht ist auch irgendwas in der Öffentlichkeit passiert, vielleicht habt ihr Kontakt gehabt etc., wo für dein Gegenüber momentan noch so ein paar Unklarheiten sind, wo man das noch nicht so richtig einordnen kann, einschätzen kann. Der Schlüssel steht immer dafür, etwas zu öffnen oder etwas zu schließen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dein Gegenüber hier gerade überlegt, okay, öffne ich denn jetzt wieder diese Gedanken in deine Richtung? Treffe ich eine Entscheidung eventuell bezüglich eines Treffens hier, weil hier liegen ja noch die Unklarheiten? Oder schließe ich hier eine Möglichkeit, sich zu treffen? Die Schlange steht auch für Heilung. Es geht auch hier um Heilungsaspekte. Vielleicht hattet ihr keinen Kontakt oder die Situation zwischen euch ist sehr, sehr schwierig und dein Gegenüber überlegt ja tatsächlich nach einer Lösung, wie man eine Situation, in der ihr euch befindet, hier in die Heilung bringen kann. Die Schlange steht natürlich aber auch für eine andere Person. Vielleicht spielt auch hier wirklich noch eine andere Person mit rein und dein Gegenüber macht sich darüber Gedanken. Vielleicht ist diese Person bei dir, vielleicht ist diese Person auch bei deinem Gegenüber, ne? Und das ist so das, wo momentan so ein paar Unklarheiten sind auf der Gedankenebene. Wie geht man denn hier voran? Wie trifft man sich? Wie sind Dinge denn auch realisierbar? Guckt mal, an der Unterseite liegt ihr. Wie sind Dinge denn auch realisierbar in deine Richtung? Die weibliche Hauptperson steht natürlich aber auch für das Thema Passivität. Vielleicht bist du gerade passiv oder dein Gegenüber hat das Gefühl, dass du sehr passiv bist oder dein Gegenüber ist in deine Richtung aktuell noch etwas passiv, ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass hier ganz klar nach Lösungen gesucht wird, um irgendetwas in deine Richtung zu öffnen oder eben auch zu schließen. Wir schauen jetzt mal auf der emotionalen Ebene. Was fühlt dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Da haben wir hier die Wege. Was fühlt dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Na, die wollte nicht. So, okay. Da haben wir hier den Ring, das Buch und den Fuchs. Und da kommt mir sofort rein, passend zur Gedankenebene, man ist hier unsicher, ob man eine Situation, die sich eventuell auch immer wiederholt hat, der Ring habe ich, wissen ja viele schon, wie ich es deute, auch für sich immer wiederholende Sachen oder immer wiederholende Geschichten, ist man hier unsicher, ob man das Ganze wieder aufleben lassen soll. Wie gesagt, passend zur Gedankenebene. Vielleicht hattet ihr länger keinen Kontakt, nur mal so am Rande. Der Ring steht für mich immer so für 7 Jahreszyklen, ne? Also vielleicht auch hier wieder 7 Jahre, ne? Und hier auf der Herzebene momentan die Entscheidung, sollte man eine Sache so belassen, wie sie ist, oder sollte man sich hier wirklich wieder für etwas öffnen? Die Öffentlichkeit steht ja auch dafür, sich zu zeigen, sich zu öffnen. Und da sind ja einfach aktuell auf der Herzebene noch viele Unsicherheiten. Wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, man würde sich hier im Kreis drehen, man kommt aus einem Kreislauf nicht wieder heraus und man weiß einfach nicht, wie das Ganze ausgeht, ne? Weil das Buch, das ist hier noch geschlossen.
Das kann für ein Kapitel stehen oder tatsächlich für eine Situation, für eine Erfahrung. Und da liegen ja einfach ganz viele Unsicherheiten. Und spannend finde ich immer wieder, deswegen liebe ich es ja auch wirklich mit den Karten zu arbeiten, wie die in Resonanz gehen. Wir haben den Fuchs unter den Wolken liegen und das ist eine ähnliche Energie. Etwas ist unklar, etwas ist unsicher, ne? Und man weiß tatsächlich noch nicht, wie man hier weiter vorgehen soll. Auf einer anderen Ebene ist es aber auch tatsächlich so, dass dein Gegenüber hier auf der Herzebene natürlich schon auch diese Verbindung zu dir spürt und sich vielleicht gar nicht erklären kann durch das Buch und den Fuchs, warum man diese Verbindung eigentlich in deine Richtung hat, ne? Und hier liegen halt auch ganz klar diese Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, wie ich diese Verbindung auch lebe. Und da macht sich dein Gegenüber tatsächlich nicht nur auf der Gedankenebene in den Kopf, sondern auch hier auf der Herzebene. Also da kommt bei mir ganz viel Verwirrung und Unsicherheit auch rein. Wir schauen jetzt mal weiter, ihr Süßen. Was kannst du denn innerhalb der nächsten Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Was kannst du innerhalb der nächsten paar Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Da haben wir hier schon mal die Mäuschen. Hier haben wir den Baum. Hier die Roten. Ja, gut. Und an der Unterseite haben wir wieder dich. Na, also du zeigst dich hier schon auch sehr präsent. So, ihr Süßen. Okay, also die Mäuse, der Baum und die Roten. Wir legen ja immer auf eine sehr begrenzte und kurze Zeit, ne? Aber es passt eigentlich auch genau zu dem, was dein Gegenüber momentan auf der Gedanken- und auf der Gefühlsebene hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dein Gegenüber hier zum einen natürlich Ängste und Unsicherheiten hat, wieder passend zum Fuchs und passend zu den Wolken. Aber die Mäuse steht natürlich auch für, ich mache mich etwas rar. Ne? Also ich werde nicht aktiv, ich mache mich rar. Passt natürlich auch momentan gut zum rückläufigen Mars. Der Baum steht hier immer für eine gewisse Standhaftigkeit, ne? Also für eine gewisse Unbeweglichkeit. Auch wieder passend zu den Mäusen. Und die Ruden stehen natürlich hier für das Thema Kommunikation. Also kurzum bin ich der Meinung, dass hier innerhalb der nächsten 3 bis 4 Tage vielleicht rein in der Aktion nicht unbedingt etwas von eurem Gegenüber kommt. Wir haben ja hier an der Unterseite auch noch euch selbst liegen, was natürlich zum einen für die Personenkarte an sich steht, aber die weibliche Hauptperson steht natürlich auch für das Thema Passivität. Es kann aber auch sein, ihr Lieben, dass es hier schon auch um das Thema Kommunikation und Gespräche geht. Man versucht, eine gewisse Klarheit zu bekommen. Vielleicht ist auch hier nochmal so am Rande vielleicht auch jemand krank, ne? Vielleicht du oder dein Gegenüber. Vielleicht kommt auch hier eine Meldung wie so eine Art Vorwand, weil die Mäuse ist auch so eine gewisse Zaghaftigkeit und Vorsicht. Na, vielleicht wünscht man dir gute Besserung oder du wünschst deinem Gegenüber gute Besserung etc. Es wäre auch eine Möglichkeit. Aber im Großen und Ganzen glaube ich tatsächlich, dass hier jetzt innerhalb der nächsten ein paar Tage nicht ganz so viel passiert, zumindest im Außen, aber dafür habe ich das Gefühl, dass ganz viel im Innen passiert. Ich würde jetzt mal aus einem anderen Kartendeck einfach mal noch eine Message springen lassen. Vielleicht kriegen wir da noch eine klarere Meldung. Welche Karte wird jetzt hier für das Kollektiv noch wichtig? Welche Karte wird für das Kollektiv noch wichtig? Nee, die wollte nicht. So, na, da haben wir doch gleich mal mehrere noch bekommen, ihr Süßen. So. Okay, die erste, die rausgefallen ist, ist die Königin der Münzen. Na, das könntet ihr sein oder euer Gegenüber. Na, ist auch wieder eine weibliche Energie. Vielleicht ist jetzt hier jemand auch sehr erdlastig, also Stier, Steinbock, Jungfrau Energie. Na, das könntest du sein oder auch dein Gegenüber. Und die Königin der Münzen ist natürlich eine Energie, die ja schon auch weiß, wer sie ist und was sie kann und was sie wert ist. Na, es ist auch eine abwartende Position. Das Erdelement kann auch abwarten. Na. Dann ist rausgefallen der Bube der Kelche. Das ist tatsächlich eine Energie, zum einen erstmal aus dem Wasserelement. Vielleicht hat man hier auch mit einem Krebs, Skorpion oder Fische Energie hat man hier vielleicht auch zu tun. Und nur mal so am Rand, es könnte auch bei dem einen oder anderen sein, dass euer Gegenüber hier auch ein bisschen jünger ist als ihr. Und
Oder sich so verhält, könnte natürlich auch sein. Aber der Bube der Kelche oder Bube des Wassers hier, Page des Wassers, steht in erster Linie schon auch für Entgegenkommen, Annäherung, aber eher so auf kleinen Gesten. Ne? Also das ist jetzt hier nicht die Riesenliebeserklärung, sondern wie ich das hier vorhin schon sagte, vielleicht versucht man hier irgendwie über einen Vorwand, das könnte natürlich auch eine Energie hier sein, eine Deutung, dass dein Gegenüber hier überlegt, wie komme ich denn mit einem Vorwand auf dich hier wieder zu, wie kriege ich denn auf Deutsch gesagt wieder den Fuß in die Tür? Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und dann haben wir die 9 der Stäbe, was aber wiederum dann hier passend auch ist zu den Mäusen und dem Baum. Das ist eher schon auch diese, ich habe Angst. Ne? Ich habe Angst, man ist vielleicht noch nicht ganz so offen, man zeigt sich hier eher geheimnisvoll, man zeigt sich noch nicht offen. Also hier ist wirklich noch eher so das Potenzial da, dass man vielleicht noch so alte Wunden leckt und wirklich noch sehr unsicher ist, wie man das Ganze denn hier wieder in die Vorwärtsbewegung bringen kann. Das kann dich betreffen, das kann aber auch die Energie deines Gegenübers sein. Jetzt gucken wir noch mal, ihr Süßen. Was haben wir denn hier an der Unterseite des Decks? Die 4 der Münzen, na, also die 4 der Erde. Da geht es um das Thema, ja, man hält irgendwo an etwas fest. Ne? Es ist auch die Karte der Stagnation. Man hält an etwas fest und prüft, wie ich das hier bereits sagte, geht wieder perfekt in Resonanz. Lasse ich einen Kreislauf so, wie er ist, bleibe da unbeweglich, ne? Oder gehe ich wirklich in die Aktion und ändere etwas? Gehe ich aus dieser Stagnation, aus dieser Festhaltensenergie hier auch raus? Also festhalten in dem Sinne, dass ich eventuell eine Situation nicht ändere. Ne? Ja, ihr Süßen, also hier passiert zumindest auf der Gedankenebene und Gefühlsebene schon viel, aber es sind halt auch ganz viel Energien, die hier sagen, dass dein Gegenüber halt auch noch sehr unsicher und unklar tatsächlich auch ist, wie es momentan in deine Richtung weitergehen soll. Ja, ihr Süßen, ich hoffe, das hat euch hier ein bisschen geholfen. Ihr könnt mich gerne immer auch für private Legungen anschreiben. Ich würde nämlich auch hier oder bis zum Ende des Jahres diese Kurzlegung als WhatsApp-Sprachnachricht anbieten für 20 Euro inklusive Steuer. Und ihr könnt mir gerne, ihr findet auf meiner Kanalinfo meine Internetseite, da findet ihr auch meine Handynummer, da könnt ihr mir gerne eine WhatsApp schicken und dann können wir schauen, wie es hier individuell tatsächlich bei deinem Gegenüber und dir aussieht und was du einfach auch vielleicht noch erwarten kannst innerhalb der nächsten Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt mir alle schön gesund. Ich grüße euch alle ganz lieb, bedanke mich für die vielen Abos und Likes und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.